Hey Leute, willkommen wieder bei Bennemeister und ja, und heute geht's endlich um den vierten Part meiner PlayStation 2 Spielesammlung. Oh yeah! Ja, wir sind jetzt beim vierten Part angekommen. Ich habe hier wieder 10 Spiele, die ich euch heute zeigen möchte aus meiner Sammlung. Also würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und auf geht's! Ja, das erste Spiel für heute ist The Bouncer. Ja, The Bouncer ist eins der PlayStation 2 Spiele, welches mit eines meiner ersten PlayStation 2 Spiele war. Ich habe das also relativ früh gespielt und ich finde es auch eigentlich ganz cool. Ich muss erstens sagen, dass mich der Charakter Zion, heißt er glaube ich, der hier auch vorne auf dem Cover drauf ist, jedes Mal an Sora von Kingdom Hearts erinnert. Er sieht nämlich einfach so total ähnlich aus und es ist eher so eine jugendlichere Variante von Sora. Finde ich zumindest. Sieht einfach immer so aus. Ja, keine Ahnung, ob ihr das auch so seht, aber ich finde das halt. Das ist so ein Prügelspiel, wo du einen der Charaktere aussuchen kannst. Es gab, glaube ich, 3 zur Auswahl. Und du musst halt so ein Mädchen retten. Ich weiß gerade gar nicht mehr so genau, wie sie hieß. Die wird da irgendwie entführt von so ein paar Typen. Und dann geht's halt los, wo du dann kämpfen musst. Ach, hier stehen sogar die Namen. Also Volt, Zion und Co. war das. Diese 3 musst du halt durch die Level bewegen und die Gegner verprügeln. Ja, und du hast halt immer irgendwie die Wahl gehabt zwischen einem Charakter und kannst dann den halt irgendwie auch verbessern mit den Angriffen und den Techniken, die er drauf hatte oder so. Irgendwie so ähnlich war das. Und du kannst es halt dann, glaube ich, nochmal und nochmal durchspielen mit den anderen Charakteren, um die auch noch zu verbessern. Ich habe am liebsten immer mit Zion gekämpft, weil, ja, der ist halt so ein bisschen ausgewogen und erinnert mich halt an Kingdom Hearts, deswegen habe ich ihn sehr lieb gehabt. Ja, das Spiel an sich hat auch eine ziemlich coole Grafik, finde ich, und auch vom Gameplay läuft alles richtig flüssig, ist alles richtig cool gemacht, auch die Musik und so hat mir gefallen. Ich glaube aber, dass es manchmal so ein bisschen schwierig war, weil einmal fand ich es auch ganz lustig, weil wenn du halt getroffen wirst und hinfällst, dann fällst du manchmal irgendwie ganz komisch und deine Arme und Beine fliegen dann da so rum. Und wenn du irgendwie in eine blöde Position fällst und ein Gegner vielleicht nochmal gegen dich fliegt, dann fliegst du nochmal weg und nochmal und wirst halt öfter getroffen. Also es kann manchmal, glaube ich, etwas frustrierend sein, aber an sich ist das jetzt nicht so schlimm. Und hier steht auch übrigens drauf, dass es natürlich auch zu zweit geht und mit einem Multitap sogar bis zu 4 Spieler. Das habe ich jetzt nie so getestet. Zu zweit glaube ich schon. Ja, an sich finde ich das Spiel ganz cool. Es ist aber glaube ich auch ein bisschen kurz gewesen. Aber so für zwischendurch, warum nicht? Sollte ich auch mal wieder einlegen und ein bisschen die Gegner bouncen. Ja, so Bouncer. So, und dann habe ich hier ein Spiel, welches ich auch schon mal gezeigt habe, allerdings in einer anderen Version, nämlich Devil May Cry 3. Ich habe euch ja schon die Special Edition davon gezeigt in einem Part, wo man halt Dante und Virgil spielen konnte. Und das ist jetzt die Standardausgabe des Spiels, die halt zuerst rausgekommen ist. Ja, ich habe das Ganze hier einmal in so einem Pappschuber, wo hinten dann noch drauf steht, der Limited Edition. Ich weiß gar nicht genau, was das für eine Limited Edition war oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich diesen Pappschuber einzeln bekommen und habe halt da dann meine Standardversion von Devil May Cry reingemacht. Ja, das Ganze sah dann so hier aus, so ist das Standardspiel damals im Laden gewesen. Ja, was hieran anders ist, ist, dass du halt nicht Virgil spielen konntest. Und ansonsten, glaube ich, gab es zum Beispiel auch diese Bosskämpfe gegen diesen Clown, die fehlen hier, soweit ich weiß, jetzt auch. Aber hier gab es eine Demo-Version drauf von Monster Hunter, der PlayStation 2-Teil von Monster Hunter, der auch eigentlich ganz cool ist. Jo, sonst ist es einfach Devil May Cry 3, was richtig cool ist, was mein Lieblingsteil ist und einfach ein richtig geiles Actionspiel ohne Ende. Richtig cool. Ja, was soll man dazu mehr sagen? Ihr müsst es unbedingt spielen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu mehr sagen soll. Spielt Devil May Cry 3 und nicht diesen neuen Teil. Dantes Erwachen. Ja, Devil May Cry 3. So, dann habe ich hier als nächstes Spiel ein Rollenspiel namens Suikoden 4. Ja, Suikoden 4, der vierte Teil der Reihe, ist mal wieder ein Teil gewesen, der bei uns erschienen ist. Es gab ja den ersten und zweiten auf der PlayStation 1, den dritten, der kam auf der PlayStation 2 raus, allerdings dann wieder nicht in Deutschland, warum auch immer. Und der vierte Teil kam dann wieder bei uns raus und ja, ich glaube, ich hätte lieber den dritten gehabt. Ich habe den dritten ja leider noch nicht, aber hoffe mal, ich habe ihn irgendwann. Zum vierten kann ich nur sagen, dass der mir auf jeden Fall nicht so gut gefällt wie der erste und zweite. Hier hast du auf jeden Fall was mit Schiffen zu tun. Du fährst immer auf einem Schiff und versuchst halt sonst, ja, kämpfst da halt und versuchst die ganzen Leute da zu retten. Zur Story weiß ich auch nicht so viel, da ich das relativ schnell auch wieder aufgehört habe zu spielen, weil diese ganze Sache mit den Schiffen und so weiter im Rollenspiel mag ich eigentlich immer nicht so gerne, so als Pirat spielen und so. Ist irgendwie nicht so ganz das, was ich immer bevorzuge, sage ich mal. Ansonsten ist das Spiel aber trotzdem wahrscheinlich ganz gut. Aber jetzt, also so ein Überflieger wahrscheinlich noch nicht.
Final Fantasy X ist wahrscheinlich sogar besser. Vermutlicherweise sogar, finde ich, auf jeden Fall schon. Ja, sonst Suikoden 4, was soll ich dazu noch sagen? Ich habe es nicht so weit gespielt, aber es stört mich einfach so ein bisschen mit diesen Schiffen. Da spiele ich lieber ein normales Rollenspiel ohne Schiffe. Ja, Suikoden 4, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu sagen. So, dann habe ich hier ein Spiel namens Project Zero. Ja, ein Horrorspiel, welches ihr bestimmt schon von mir kennt, da ich ja dazu schon genug Videos gemacht habe. Das habe ich ja, also ich erzähle euch mal die Geschichte dazu, wie ich dazu gekommen bin. Damals kannte ich Project Zero nämlich nicht. Dann hatten wir mal so eine Demo-CD von der PlayStation 2, wo hiervon eine Demo drauf war. Und das war dann so, dass wir ja nicht so uns irgendwie viel dabei gedacht haben, irgendwas. Und da hat mein Bruder das damals gespielt gehabt auf der Demo und fand das überhaupt nicht gruselig. War so, Geister fotografieren, was soll daran gruselig sein, weiß ich nicht. Da sind Zombies ja wahrscheinlich gruseliger. Keine Ahnung. So, und mehr habe ich von dem Spiel auch eine ganze Weile dann nicht mehr gehört gehabt. Und dann gab es irgendwann einen Tag in so einem anderen Verkauf, wo ich das gesehen habe. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich ja mit Lisa dann damals Resident Evil 2 gespielt habe. Und da wollte ich auch was Neues spielen. Und ich dachte dann so, hey, das sollte ein Horrorspiel sein, probieren wir es mal aus. Und tatsächlich hat sich das dann als eins unserer Lieblingsspiele überhaupt herausgestellt, was ich immer noch cool finde. Ja, Project Zero, du rennst rum, fotografierst Geister in so einem Geisterhaus, findest irgendwelche Gegenstände, musst aufpassen, dass du nicht von Geistern immer gegriffen wirst, weil du musst dich sonst heilen, sonst stirbst du. Coole Story, richtig gruselig gemacht und man erschreckt sich auch ziemlich oft, finde ich. Und das ist, finde ich, immer noch der beste Teil der Reihe. Ja, absolut cool, kann ich euch nur empfehlen. Ich habe dazu auch mal ein Review und so weiter gemacht, das werde ich euch alles unten in der Videobeschreibung mal verlinken. Deswegen erzähle ich jetzt auch nicht so viel. Schaut es euch einfach mal an, ich kann es nur empfehlen. Ja, das gleiche gilt dann auch für Project Zero 2, Crimson Butterfly, habe ich auch mit Lisa gespielt, gibt es auch Videos zu, verlinke ich euch alles. Fand ich auch sehr gut, das Spiel, aber ich finde immer noch, dass es nicht so gruselig wie der erste Teil war. Aber ja, und ich finde es lustig, dass hier hinten drauf steht, der Nachfolger eines der furchteinflößendsten Spiele aller Zeiten. Warnung, spiele dieses Spiel nicht allein. Ja, habe ich auch nicht. Also habe ich alles richtig gemacht. Ja, Project Zero 2. Sehr gut. Trotzdem. So, dann habe ich hier noch ein Spiel namens Project Zero 3 The Tormented. Ja, dazu gibt es auch Videos. Alles wieder verlinkt. Sehr gutes Spiel. Hat mir auf jeden Fall besser gefallen als der zweite Teil. War auch wieder ein bisschen gruseliger, muss ich sagen. Und ja, richtig cool, weil du auch mehrere Charakter hier nämlich spielen musst, steht hier sogar auch extra drauf, sehe ich gerade. Und weil es halt auch mehrere Welten hatte, du bist nämlich einmal in der richtigen Welt gewesen, wo jetzt nicht unbedingt was Gruseliges passiert ist, vielleicht ja doch, ich will jetzt nicht so viel verraten. Und dann bist du halt immer in so einem Traum gewesen, wo du halt dann da rumgelaufen bist. Und ja, also finde ich richtig gut das Spiel, alles verlinkt, sehr gutes Spiel, kann ich euch auch nur empfehlen. So, dann haben wir hier die amerikanische Version namens Fatal Frame. Das ist Project Zero 1, weil das nämlich in den USA Fatal Frame heißt und in Japan glaube ich auch. Ja, muss ich nicht viel zu sagen, ist genau so ziemlich das gleiche, denke ich mal, wie in der deutschen Version. Ich weiß nicht, ob es hier Unterschiede gibt. Und ja, finde ich richtig awesome, davon auch die amerikanische Version zu haben. Und hier hinten steht auch drauf, Scariest Game Ever. Ja, zählt schon mit dazu, muss ich sagen. Dann habe ich hier ein Spiel namens Fatal Frame 3 The Tormented. Ja, das ist Project Zero 3 in der amerikanischen Version. Sehr schön, sehr cool und bin froh, das zu haben. Ich hoffe, ich werde irgendwann auch noch den zweiten Teil in der US-Version besitzen. Den habe ich nämlich noch nicht. Genauso wenig wie die japanische Version. Die hätte ich auch noch sehr, sehr gerne. Ja, Fatal Frame 3, awesome Spiel. So, dann habe ich hier ein Spiel namens Final Fantasy X-2. Da habe ich ja auch schon mal was dazu gesagt, das ist die amerikanische Version, deswegen sage ich jetzt auch nicht mehr so viel. Ja, FF10-2 gefällt mir auf jeden Fall nicht so wie FF10. Ich finde das Kampfsystem auch mit den Kostümwechseln immer noch so ein bisschen komisch, weiß ich nicht. Und auch die Story ist auch nicht so episch, finde ich, und so weiter. Es ist halt okay, aber es ist nur nicht so toll. Ich habe es noch nie durchgespielt, ich habe immer irgendwann aufgehört. Aber ja, ich wollte halt auch, weil Final Fantasy draufsteht, die US-Version haben. Und das Cover ist auch ganz hübsch, also warum nicht? Final Fantasy X-2. So, und als letztes für heute habe ich hier noch Kingdom Hearts 1 in der US-Version. Ja, das ist hier leider jetzt eine Greatest Hits-Version, aber eines Tages werde ich auch noch eine ohne Greatest Hits besitzen. Kingdom Hearts 1 habe ich auch schon mal in einem Part gezeigt, deswegen sage ich auch nicht mehr so viel.
absolut episches Spiel. Ich liebe es. Ich bin so froh, dass ich da damals angefangen habe, Kingdom Hearts zu spielen, weil es mit einem meiner Lieblingsreihen geworden ist. Und ja, bin sehr froh, eine US-Version davon zu besitzen. Kingdom Hearts. So, das war dann auch dieses Video. Also das war der vierte Part meiner PlayStation 2 Spielesammlung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet vielleicht beim nächsten Mal wieder ein. Also macht's gut. Bis dann. Und das war wieder euer Bannermeister.